Die Kohle kann auch weg. Die Sticks hier können auch weg. Pfeile würde ich hier gerne lassen. Und dann würde ich zurückgehen und dann würde ich die Schaufel wieder auspacken. Und dann würden wir, wie gesagt, den Berg versuchen abzutragen. So. Also, und den Berg tragen wir ab von oben nach unten. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine Schaufel. Und zwirbeln da hier den Hang weg. So. Wunderbar. So, warum hebe ich die Erde auf und schmeiße sie nicht weg? Weil wir später in einer späteren Erkenntnisstufe begreifen wollen werden oder werden wollen, dass Umweltschutz vielleicht doch gar nicht so blöd wäre und dass das auch vor allem uns selber zugute kommt, wenn wir ein wenig die Umwelt schützen und wir dann natürlich vieles wieder mit Erde aufschütten wollen. Vielleicht. Insbesondere vielleicht diesen lustigen Steinbruch hier. So, wie gesagt, jetzt am Anfang geht es halt wirklich erstmal darum, ums nackte Überleben. Gut, so nackt ist das Überleben jetzt nicht mehr. Aber am Anfang geht es halt wirklich erstmal nur darum, ums nackte Überleben. Und dafür sammeln wir jetzt halt erstmal diese Erde. Dann brauchen wir viele Steine. Wir müssen uns ja vor Monstern schützen. Deswegen müssen wir eine wehrhafte Feste errichten. Und so weiter und so fort. Also das ist alles dann eben so, wie es halt ist gerade. So, und dann brauche ich schon wieder eine neue Schaufel. Und dafür legen wir dann erstmal die Erde, die wir bereits wieder angesammelt haben, wieder weg. Dich sammle ich wieder ein, weil du gehörst nicht hierher, sondern du gehörst dahin. Wunderbar. Holz. Nein, Stein. So. Und Sticks, habe ich da noch welche? Ja, Gott sei Dank. Und dann machen wir hier auf jeden Fall schon mal vier Schaufeln. Dann kannst du mal da hier oben hin. Zack. Drei, vier. Dann können die Sticks wieder weg. Schwert habe ich auch noch. Hier, was habe ich in der Kiste? Da würde ich eigentlich die Erde fast mal mitnehmen wollen. Wie gesagt, das machen wir jetzt nicht so, dass wir da die ganze Zeit hin und her rennen, sondern halt dann, wenn wir die Wege eh gerade haben, dann würde ich die Gelegenheiten nutzen. So, um dann halt mal wirklich zu sagen, okay. So, und Lager wäre dann quasi auch die nächste Geschichte, die man halt dann irgendwann mal angehen müsste. Dich übrigens auch noch. Und dann können wir mal zu dir hier sagen. Und ansonsten ist es eigentlich okay. Und dann würde ich halt hier mal wirklich auf dem Niveau noch ein paar Sachen wegzwiebeln. Und das machen wir gerade relativ mutig. So. Geht auch eigentlich recht zackig gerade. Bis halt wieder die Schaufel im Eimer ist. So, zack, 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 zack. Ach komm, was soll's, machen wir's halt so. Geht ja auch recht zackig. Bis halt eben wieder die Schaufel im Eimer ist. Gut, ja, was soll ich sagen? Schlag doch mal ein Thema vor, über das wir schwätzen können. Gerne auch politisch motiviert, gerne auch über Gott und die Welt, gerne auch über
ungern über irgendwelche Promis, weil mit denen kenne ich mich nicht aus, die interessieren mich auch null. Ungern auch über Fußball, ungern auch über andere diverse Themen, die nicht wirklich von Relevanz für mich sind. Könnt mich gerne fragen, wann mein Test weitergeht oder an 16.02, da kann ich euch nicht wirklich viel zu sagen. Ja. Und ansonsten, ich spiele halt so, wie ich gerade lustig bin. Und wir schauen uns halt an, was wir da so sehen können. So, ich muss mal spickeln, ob der Ton noch tut. Der Ton scheint noch einigermaßen okay zu sein. So. Gut, also dann schnapp ich hier doch mal den ganzen Erdhaufen weg. So. Dann haben wir den Schatten hier auch gleich erledigt. So, okay. Wunderbar. Hier gibt es auch noch ein bisschen was. Dann müsste ich gucken, wo fangen wir jetzt an mit die nächste Schiene ziehen. Eigentlich da vorne, oder? Ja, da haben wir auch schon schon angefangen. Gut, dann würde ich mal da durchnudeln. Dann würde ich mal darüber nudeln. Dann würden wir mal wieder darunter nudeln. Samen würde ich gerne mitnehmen. Und dann haben wir die letzte Schaufel. Boah, ich muss das nächste Mal echt 8 Schaufeln machen oder so. Aber ich fürchte bloß, dass mir meine Stickies bald nicht mehr reichen. So. Na. Kommt der hier rüber. Kommt der Spaß hier weg. So, 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 so. Dann machen wir den Spaß hier auch noch weg. Und dann geht's hier rüber weg. Und dann, ja, ja, hier weg, hier weg, hier weg, hier weg. Und die Sonne geht schon wieder unter, das heißt, es wird schon wieder Zeit und die Schaufel ist eh im Eimer. Dann wird schon wieder Zeit für den nächsten Feierabend. Gut. Gut, gut. So, ja, wenn wir jetzt gerade hier sind, ach, gehen wir direkt ins Bett, den Rest machen wir morgen. Irgendwann muss man ja auch mal die Füße hochlegen und sagen, ich habe gut. So. Also, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine neue Schaufel. So. Und zwar nicht nur eine, sondern gar viele. Dafür brauche ich dann halt dich. 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 Du kannst mal hier bleiben. Und dann habe ich nicht mehr genug Stäbchen. Das heißt, ich müsste demnächst mal wieder holzen. Wobei ich glaube, dass ich da eigentlich noch einiges habe. So, die Pflanzen und das alles, das würde ich dann hier mal aufräumen. Die Erde will ich hier wieder wegnehmen. So, sonstiges Zeug, das ich da noch rumfahren habe, nein. Das heißt, wir bringen den Spaß wieder zu unserer Erdkiste. Von der wir jetzt übrigens auch bald mal wieder eine zweite bräuchten. So, und dann würde ich in dieser Krustelkiste vielleicht noch ein paar Stäbchen mitnehmen. Den würde ich wieder zurück tun. Holz ist okay. Und dann würden wir weiter schaufeln. So. Und dann flutschen wir mal darüber. Genau.
Und dann, na, flutschen wir mal wieder zurück. Und dann flutschen wir mal dahin. So. So, wir machen das gerade alles relativ unsystematisch. Ich habe da so ein komisches System. Das reicht dann aber eigentlich schon auch. So, und hier sind wir schon wieder auf Steinniveau. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wenn ich dann nicht mehr so viel Erde schlagen muss. Habe ich nämlich auch nicht wirklich Bock drauf, ganz ehrlich. Sondern ich würde eigentlich viel lieber mit der Burg fertig werden. Aber das Ding ist halt, wir brauchen, damit wir mit der Burg fertig werden, einfach richtig viel Stein. Und diesen richtig viel Stein, der liegt halt unter der Erde. Jetzt gibt es ja auch noch Wasser, das ist ja unglaublich. Aber hey, warte mal, wenn es hier Wasser gibt, dann habe ich gerade irgendwie voll Bock zu sagen, was ist denn hier eigentlich? Ach nee, das geht ja gar nicht. Ich wollte gerade sagen, dann hätte ich gerne einen Wasserfall gemacht, aber das funktioniert ja gar nicht. Beides könnte doch funktionieren, wenn ich die richtigen Wege wähle. Aber es funktioniert trotzdem nicht, weil das ja nach drei Feldern, nach acht Feldern aufhört. Die Höhle da hinten halt, ne? So. Naja, wie auch immer. Nächste Schaufel und dann ist auch schon wieder Schaufeltag. So, dann müsste ich wieder meine Kisten besuchen. Wunderbar. Und dann geht's hier wieder runter. Und dann geht's hier wieder hoch. Und dann haben wir den Spaß eigentlich auch. Wo ist er jetzt? Hey. Rennt der einfach so davon, der Schweinehund. So, und dann könnte man im Prinzip hier hinten hin und ich würde das Wasserding hier jetzt einfach mal wegmachen. Das braucht ja keine Sau. So, das würde ich aber mit dem Erdefeld machen, wenn wir das dann eben noch wieder einsammeln. So, und dann kann ich jetzt hier sagen, 6, erstmal hier 6, 5 natürlich, zack, und tschüss Wasser. Und dann schubst mich nicht, ne? Bin ich nicht mehr euer Freund. War ich eigentlich noch nie, aber ich liebe euch. Gegrillt auf dem Rost. So. Und dann in meinem Magen. Das war die Schaufel. Es ist wieder Zeit für Schaufelaktionen. Für, keine Ahnung. So. Wir düsen hier rein. Wir schmeißen die Erde weg. Zack. Wir gehen hierher und nehmen die ganzen Blümchen mit. Das Essen können wir eigentlich wirklich da lassen. Die Samen würde ich auch gerne noch mitnehmen. Den Rosenbusch würde ich gerne mitnehmen. Das andere Gezuppel können wir wirklich da lassen. Dann kann ich eigentlich... Na, den würde ich schon behalten wollen. Gut, und dann können wir da unten nämlich hindüsen. Und dann können wir wirklich sagen, Pflanzen, 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 Samen, Pflanzen, 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 und das war's dann auch schon wieder. So, einmal, so, passt es jetzt? Nein, natürlich nicht. So, jetzt passt's. Und dann hier, und dann würde ich wirklich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das heißt,
jetzt wird es wirklich so sein, dass uns erst eher die Erde ausgeht als irgendwas anderes. So, dieses Gezuppel, das lasse ich jetzt erstmal alles doch da. Die Erde und die Erde würde ich mitnehmen. Und den Stein würde ich vielleicht auch mal da lassen. Aber vielleicht da. Weil das gehört ja thematisch da oben hin. Dann würde ich die da, da und da. So, und das, wie gesagt, das gehört ja thematisch da oben irgendwie hin. Dann kann man das vielleicht so sogar machen. Und so. Genau. Das gehört ja thematisch zusammen. Und das hier ist einfach anderes Gezuppel. Wegen unseres Gerätes, das wir da halt daneben liegen haben. So, dann würde ich da die Erde wegschmeißen. Und dann bin ich jetzt hier erstmal froh. Und dann würden wir freudestrahlend uns wieder der Arbeit widmen.